Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, werte Ladies and Gentlemen, zurück zu Total War Warhammer 2. Natürlich mit eurem Sankum, wie ihr seht, das hat sich auch ein bisschen getan. Ich war schon mal vorab ein bisschen fleißig. Ich will mal eben kurz gucken wegen dem Sound. Das scheint mir ein bisschen zu leise zu sein. So, und dann wollen wir doch mal gucken. Ich denke mal, ich habe alles richtig eingestellt. Ich habe jetzt nichts vergeigt, deswegen werden wir das Spiel fortsetzen. Die Armeen sind soweit bewegt worden, was auch wunderbar ist. Ich habe mit Thor Elassor eine Konföderation geschlossen, damit wir hier unten die Provinzen haben und vielleicht noch ein bisschen gegen den werten Herrn Krogar nämlich vorgehen. Ja, zumindest so ist erstmal der Plan. Wir müssen natürlich gucken, wie wir das umsetzen können. Eine Provinz habe ich oben noch eingenommen von Morassi. Und zwar war es, meine ich, die Hexenhallen. Ganz genau. Ein schönes, besonderes Gebäude, wo wir halt verbesserte Kavallerie herkriegen. Natürlich nur Grenzreiter oder Silberhelme, keine Drachenprinzen. Und soweit ist es ganz gut. Wir haben ja noch 10 Stufen vor uns. Also auf geht's. 10 Stufen ist gut, ne? Ich meinte eher 10 Runden. 10 Runden. Ja, der Seuchenclan ist sehr mächtig geworden. Der ist auf jeden Fall sehr dominierend. Ist mal interessant zu sehen, wie stark die Skaven auch sein können als NPCs. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir dennoch ohne Probleme unser Ziel erreichen werden. Da können sie auch noch so oft, wie sie möchten, unsere Garnison angreifen, auch wenn es erfolgreich ist. Es führt zu nichts. Es führt zu nichts. Und unter anderem unter Schmerzen sitze ich gerade hier aktuell. Ich habe irgendwie ein Problem am Fuß, muss damit jetzt gleich noch zum werten Orthopäden. Dabei weiß ich gar nicht, was passiert ist. Das kennt er manchmal. Ne? Ich meine, ein bisschen Smalltalk muss er sein. Ich habe schon genug über Total War erzählt und er fängt an, uns zu belagern. Das ist okay. Damit haben wir ja gerechnet. Ja, nichts gemacht und Fuß kaputt. Das ist halt, mir fällt es schwer zu laufen. So, Technologie erfolgreich. Jawohl, Handelseinkommen plus 10%, mehrere Runden auf See verbracht, negatives Wachstum und. Das ist doch soweit ganz schön. Baukosten oder Streitwagen. Wir nehmen die Baukosten. Was ist das hier? Heilsalbe. Dafür brauchen wir... Okay, mit der entsprechenden Ressource. Eine Alchemiewerkstatt. Ich denke mal, dafür brauchen wir Blumen, ne? So wie es ausschaut. Also hier diese Heilpflanzen müssten es sein. So, nun gut. Das Wichtigste zuerst, die Armee, die wir hier haben, die muss nach oben. Ja, wie ihr seht, wir brauchen halt noch 2 Runden, damit wir dann da oben die Skaven davon jagen können. Wiederum mit Tyrion haben wir wieder ein paar Stufenaufstiege, was ich sehr, sehr gut finde. Obwohl, wie gesagt, Verteidigung ist eine tolle Sache, aber ich möchte auch die Geschwindigkeit mitnehmen. Die haben da noch ein paar Level ja vor sich. Ja, unser Magier, denke ich mal, werden wir einfach jetzt mal ausweichen mitnehmen, damit wir an die starken Zauber drankommen. Und mit Tyrion hatten wir natürlich auch vor, Arnheim anzugreifen. Wir müssen belagern, der Raubwert ist ziemlich hoch, das heißt, die Stadt hier ist gut ausgebaut. Die Korruption sinkt, das ist wunderbar, dann haben wir nämlich auch keinen Verschleiß vor Ort. So, wie sieht es denn hier oben aus? Hier machen wir minus 3. Das liegt daran, weil wir aktuell noch die Konföderationsstrafe haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass früher oder später wir definitiv hier dann auch rauskommen können mit der Armee. Ja, so, dann gehen wir einfach Stück für Stück weiter. Hier unten sieht soweit ja alles super aus, ne? Ich meine, du könntest ja auch erstmal rauskommen. Du hast keinen Stufenaufstieg. Du kommst auch mal raus, wirst aber vorher eben kurz... Jetzt müssen wir mal schauen. Nehmen wir ruhig mal schwer zu treffen. Ja, solange wir mehr aushalten gegen die Skaven, desto besser. Ja, der gleißende Turm, ne? Ist eigentlich schade, dass wir hier das verloren haben. Aber naja, halb so wild.
10 Runden noch. So, dich hatten wir, dich hatten wir. Teclis kann auch hier stehen bleiben. Die Armeen sind voll. Dich haben wir bewegt. Jetzt kommen wir hier zu der zweiten offensiven Armee. Die trostlose Feste. Ja. Ist natürlich ein recht großes Gebäude. Ohne verstärkte Mauern. Das heißt, auch da werden wir mal eben kurz ein bisschen durchbelagern. Hier sind wir ja so weit gekommen, dass ich sage, wir hätten auf jeden Fall gerne noch ein bisschen mehr Nahkampfabwehr. Da würde ich sagen, belagern wir die schon mal. Wahnsinn, so ein riesiger Drache auf der Kampagnenkarte. Ach, wir müssen sogar gar nicht belagern, da können wir sogar direkt durch. Das ist natürlich von Vorteil. Oh, was für ein hoher Raubwert. Aber ich glaube, wir werden nicht rauben, wir werden es direkt besetzen. Er ist natürlich eine schöne Fähigkeit, die wir mit dazu gewonnen haben. Ja, wie gehen wir denn weiter? Was hast du denn alles? Du hast alles, was wir eigentlich im Großen und Ganzen brauchen. Mehr Geschossresistenz finde ich wichtig, kannst du gerne mitnehmen. Und dann gehen wir erstmal mit den Armeen weiter, bevor wir was anderes machen. Ach, jetzt sind wir da wieder gelandet. Nee, dich hatten wir, dich hatten wir. So, wir haben natürlich hier unten eine kleine Armee. Mit einem kleinen Schwert mit dabei. Das ist schon okay. Dann gehen wir zurück nach Tor El-Azor. Hier bin ich nämlich gerade aktuell am Umbauen. Komplett auch auf Defensive. Das werdet ihr jetzt sehen. Denn ich möchte auf jeden Fall, dass unsere Mauern hier geschützt sind. Das müssen wir natürlich dann einmal umbauen. Das ist jetzt schade. Aber hier kriegen wir Gewürze. Den Gewürzmarkt. Aber erstmal die Verteidigung. So, hier haben wir dann noch einmal eine Lehmgrube. Ja, die Phönixgarde müssten wir eigentlich auch hier rekrutieren, weil wir haben keine öffentliche Ordnung. Dann gehen wir weg vom Geld. Und die Phönixgarde werden wir uns hier holen. Ist natürlich immer ein bisschen schwer mit so kleinen Umbaumaßnahmen. Aber ich denke mal, der Krogar wird da noch ein bisschen die Füße stillhalten. So, das warst du nämlich jetzt. Jetzt haben wir oben natürlich unsere Rekrutierung. Wir haben ja die fahrenden Ritter hier oben bekommen. Wieder so wanderndes Volk. Deswegen werden wir hier ins... werden wir auf jeden Fall machen. Ins Eingemachte gehen und weiterhin rekrutieren. Ich denke mal, mit der Phönixgarde, wenn wir sie mit dabei haben, haben wir ein Problem weniger hier oben. Dann müssen wir mal gucken, wie die sich dann nachher bewegen. Ja, hier unten auf der großen Schildkröteninsel sieht alles wunderbar aus. Das gefällt mir. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Mage. Ja, du wirst mal eben Technologie stehlen, ja. Und wir hatten sogar Erfolg dabei. Das ist natürlich cool. Sehen wir das jetzt? Die Forschungsrate ist auf plus 30% erhöht, verbleibende Runden 5. Wow. Das ist not bad. Kommandant nicht bewegt. Ja, haben wir mehrere. Ist aber nicht so schlimm. Wir können natürlich hier und da noch ein bisschen ausbauen. Das sollten wir auch natürlich machen. Da werden wir aber eben kurz in die Übersicht gehen. Nagarond, wie sieht's denn aus? Du kriegst den Turm, ist okay, kannst du gerne haben. Haben wir wieder eine erhöhte Forschungsrate. Wenn wir schon so groß sind, ne, dann lohnt sich das auch schon. Den Hafen könnten wir hier ausbauen oder halt die öffentliche Ordnung. Ich bin für die öffentliche Ordnung, auch wenn es 10 Runden lang anhält. Das ist, ja, sollten wir schon mitnehmen. Hier sieht es ganz gut aus. Wir haben hier alles. Wir haben die besonderen Gebäude schon gebaut. Wir haben keinen Hafen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier auf Einkommen. Die Chaos-Korruption sinkt. Ja, es ist doch ein nettes Gebäude. Schön viel Handel. So, wir haben noch ein bisschen Geld. Ja, hier reicht es natürlich nicht, ne, für die trostlose Feste. Wir müssen uns aber gut überlegen, was wir jetzt hier reinpflanzen. Ein Sondergebäude haben wir nicht. Wir brauchen unbedingt Mauern. Wir brauchen unbedingt öffentliche Ordnung. Und dann haben wir ein Gebäude frei. Weil wir aber einen Hafen haben in Arnheim, würde ich sagen, gehen wir auf Botschaft der Elfen, ne? Oder? Ich meine, der Handel ist ja noch da. Ja, wir machen aber nicht mehr so viel Gold mit dem Handel. Ich denke mal, da können wir auch einfach den Zimmermann halt bauen. Gut. Noch 9 Runden. In dem Sinne gleich noch 8. Es geht ja gut voran. Also toi, toi, toi. Ich bin mal gespannt. Die Skaven werden natürlich hoch in den Norden kommen, nach Lothan. Da müssen wir gleich gut aufpassen. Wir wissen ja, die sind ja noch bei unserem Verbündeten bei Cambry.
Natürlich, der Assassine wird hier weiter Unfug treiben. Ich meine, Garnison angreifen, erfolgreich, aber ich meine, ja, was bringt es denn, wenn hier oben keine Armee ist, hä, Morassi? Malekith. Das bringt gar nichts. Da kann sich die Garnison in aller Ruhe regenerieren. Nun gut, dann warten wir natürlich erstmal kurz alle Züge ab. Die Anhänger des Nagash sind so gut wie Geschichte. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, natürlich, wir werden belagert von den Orks und die kommen jetzt natürlich auch. Ich glaube auch, wir werden das einfach so lassen. Das werde ich nicht verteidigen, weil es eh halt ein Gebiet ist im Dschungel, was wir eigentlich in dem Sinne ungerne besiedeln. Von daher ist das schon okay. Ja, Siedlung verloren. Wir haben wieder einen Kommandanten. Wir haben das Marmorlager erforscht. Das ist schön. Ich glaube, weil es nur eine Runde dauert, werden wir dennoch die Hartholz-Konstruktion mitnehmen. Ich meine, mehr Rüstung und mehr Nahkampfabwehr für die Streitwagen haben oder nicht haben. Ich meine, es sieht ja soweit ganz gut aus. Der Unterhalt braucht noch ein bisschen. Also machen wir es peu à peu. So, Tyrion, wir haben eine Mauer, die dich aber, denke ich mal, irgendwie ja, weniger interessiert. Ne? Belagerungsschachten sind langweilig. Muss man einfach so sagen, wenn man da halt so ein paar hinter sich hat. Dann ist man ganz froh darüber, wenn man das ein bisschen skippen kann. Ne? Die Armeen sind ja soweit stark genug. Rang 28, das ist super. Da würde ich nämlich sagen, du gehst auf noch mehr Nahkampfabwehr. Bitte, bitte. So, und damit haben wir die nächste Provinz, wo wir erstmal die Unverdorbenheit senken werden. Das auf jeden Fall. Und hier werden wir nach wie vor den Schutz ausbauen. Hier können wir noch ein bisschen Geld ausbauen. Du musst natürlich erstmal wachsen. Obwohl, nee, wenn wir noch nicht wachsen können, das braucht ja ein bisschen. Boah, wir brauchen 5 Bevölkerungsüberschuss, dann erst die Mauer. So, mit dir ist soweit alles okay. Jetzt gehen wir mal hier oben gucken. Wir machen aktuell immer noch Minus. Das ist halt hier etwas, ne? Es ist unglaublich. Ja, wir werden natürlich auf mehr Unzen gehen. Die öffentliche Ordnung können wir halt noch nicht ausbauen, ne? Da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Ja, deswegen, also unangenehmes Klima tut halt schon weh. Ist schade, aber so ist es. Ja, trostlose Feste, würde ich sagen. Die Armee bleibt auch hier drin stehen. Wir kommen jetzt in das nächste Gebiet, ins letzte Gebiet von Malekith und Morassi, die ja einst miteinander konföderiert sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz oben gucken. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und Sterblichkeit hast du schon. Du hast ja eigentlich im Großen und Ganzen alles, ne, was gut ist. Dann nimmst du bitte Wundenschläger für noch mehr Angriffskraft. Du nimmst bitte Unsterblichkeit. So, und dann sind wir eigentlich kurz davor, ne? Ich werde jetzt noch normal nach oben laufen, falls er die Belagerung abbrechen sollte und uns angreifen will. Das möchte ich dann nicht in der Marschstellung haben. Wollen wir hoffen, dass das noch ein bisschen hält. Ich meine, 12 Runden lang ist er am Belagern. Er hat eine starke Armee, wir haben eine gute Garnison. Wenn er uns angreift, werde ich natürlich die Verteidigung spielen. Ja, da hat noch einer ein Level-Up. Das ist aber erstmal nicht so wichtig. Wo sind denn unsere Skaven? Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, ihr geht alle hier entlang. Okay, gut, dass wir das schon mal sehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Armeen. Wahrscheinlich auf 20 aufgestockt. Nanu, du bist Stufe 39, 37. Und der Kommandant hier ist Stufe 1. Okay. Stufe 1, Stufe 1. Das ist natürlich interessant. Vielleicht liegt das am Schwierigkeitsgrad. So, wir werden hier nochmal auf jeden Fall die Technologie... Nee, Armee blockieren, nicht. Kriegst du den goldenen Turm? Geht nicht. Technologie stehlen. Finde ich interessant, ist ganz cool. Und wir haben wieder einen Erfolg. Sogar ein Level-Up, das ist schön. Technologie stehlen wurde hier schon geskillt bei dem Magier. Hat das Netz geskillt, das ist okay. Dann nimmst du bitte erstmal Energiereserve für die Winde der Magie. Und wie sieht es jetzt aus? Jetzt haben wir 7 Runden lang plus 30% Forschungsrate. Ah, da haben wir wieder was Neues dazugelernt. Das ist echt nicht verkehrt. So, nicht zugewiesene Punkte. Du gehst dann bitte erst auf die Korruption bereinigen. Das wäre mir ganz lieb und ich würde sagen, wir warten erstmal die Runde, damit wir noch ein bisschen mehr Geld haben. Also unser Einkommen sieht ja super aus.
Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das letzte Ritual denn doch durchkriegen des Verteidigers. Wir kennen ja den, den Plan der Ratten, der Skaven. Da müssen wir halt jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, es ist schon ganz okay so, dass es jetzt ein bisschen lauter ist als sonst. Ich höre es ja auch selbst. Ich sehe es auch am Mischpult. Von daher, ich denke mal, ist schon okay. Weil wir kriegen jetzt natürlich sehr, sehr viele... ja, nicht unbedingt sehr viele Videos, aber wir haben insgesamt noch 2 Videos, müssten wir sehen. Die letzte Schlacht ist ja etwas Besonderes. Wenn ich euch jetzt spoiler, tut's mir leid. Aber ich meine, durch die Echsenkampagne wissen wir ja, was ist. So, du möchtest nicht Angriffspakt, das werde ich aber nicht mit dir machen, weil... Obwohl, du bist ein militärischer Verbündeter mit Khemri. Aber das kann natürlich auch in die Hose gehen. Da sind wir schon wieder nicht mehr verlässlich. Das möchte ich natürlich vermeiden. Und er greift uns an. Alles klar. Und wir sind am Verteidigen. Das werden wir selbst spielen. Eine Belagerungsschlacht in der Verteidigung. Wir sehen natürlich, er hat starke Einheiten dabei. Definitiv, ja. Die haben alle einen hohen Elite-Rang. Die müssten 7 sein, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Er hat auch selbst ein paar starke Einheiten dabei. Die Todesläufer sind sehr unangenehm. Die Seuchenschleuderer, ne, sind halt Zuschläger, Raserei, rüstungsdurchdringend. Also es ist unangenehm, was er dabei hat. Ansonsten die normalen Clan-Ratten, die gehen noch. Die Sturmratten sind natürlich ein bisschen besser gepanzert. Ein bisschen Artillerie, er hat besondere Schützen dabei. Er hat natürlich auch, ne, darf nicht fehlen, ein mächtiges, mächtiges Monster dabei mit Rattenoger. Müssen wir uns gut aufstellen, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube und ich hoffe und ich denke, dass wir das dennoch schaffen. Ah, ich bin neugierig. Ja? Ich meine, die Zinn können wir lange halten. Wir haben gute Einheiten. Die Löwen haben wir nämlich dabei. Also es sind halt jetzt keine Schwertmeister, die natürlich godlike sind gegen Skaven. Aber ich denke mal, die Löwen werden da auch schon ein bisschen Schaden verursachen können. Zumal mit der Seegarde gepaart sollte das schon funktionieren. Wir haben einen Magier dabei. Wir haben 2 Elder dabei. Also super Unterstützung. Das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Er hat natürlich jetzt ein paar Mauern und so, richtig? Also 16 Magiepunkte ist eigentlich okay. Ich warte dennoch mal ab. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch ein bisschen mehr. Und nee, natürlich nicht. Wir kriegen weniger. Boah, minus. Wow. Also auf 5 runter ist bitter. So, jetzt lass uns mal gucken. Hier hat er die Seuchenschleuderer drin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen hin und her drehen. Also vorne kommt er natürlich hier mit seiner dicken Höllengrubenbrut, ja, damit ihr sie auch mal seht. Das ist das hässliche Vieh hier. Unglaublich. Also es ist schon ein bisschen widerlich manchmal, was die Skaven so erschaffen. Aber es ist auch sehr mächtig. Ah, an der Stelle darf man das nicht vergessen. Also du kommst vorne ganz normal. Das ist natürlich interessant. Dann warte doch mal ab. Da würde ich doch sagen, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch einen Elder. Der Elder kommt auf jeden Fall schon mal hier rüber als Unterstützung, oben auf die Zinnen. Ich würde das natürlich so vorschlagen, dass wir es so machen, dass ihr erstmal einmal dahinter kommt. Der Elder kann ruhig mit vorne stehen, wenn wir es hinkriegen sollten. Ja, danke. Und dann werden wir ihm noch einfach mal eine Einheit an... Seegarde geben. Und ich denke mal, dann sollten sie hier auf jeden Fall sehr gut aufgestellt sein. Das hier sollte kein Problem werden. So, schön zusammen. Da seht ihr es nämlich. Auch wenn sie nach innen gucken, sollte es natürlich auf den Wällen zu einer Schlacht kommen. Also auf der Mauer. Ja, ich sag gerne, weil dann können wir nämlich die weißen Löwen dann zu der Seegarde schicken. Als Unterstützung. Und mit dem Elder im Bund werden wir, denke ich mal, gegen das Pack hier unten doch keine Probleme haben. Jetzt geht es natürlich auch um die anderen Mauern. Warpflammenwerfer hat er dabei, genauso wie ein paar andere. Kerlchen, das ist soweit okay. Da müssen wir uns gar nicht so sehr drum kümmern. Hier ist eher das Problem, ne? Da müssen wir mal schauen, dass wir euch noch mit hier rüber schicken. Den Elder hätte ich gerne, je nachdem, hier mittig hin. Natürlich auch hier wieder, hier einmal nach hinten. Das sollte passen, weil sie werden hier natürlich ganz klar das Tor fokussieren. Hier haben wir jetzt natürlich keine Bogenschützen. Hier haben wir jetzt nur die Löwen.
Aber ich denke mal, wenn die selbst die Mauer hochkommen, werden wir es auch halten können. Das sollte passen. Was wir natürlich noch machen könnten, ist, wir könnten hier einmal die Löwen hinstellen. Weil wir haben ja auch hier noch einen Turm und wir müssen in dem Bereich sein, damit wir den Turm natürlich aktiv halten. Wo ist denn unsere Kavallerie? Ach, da seid ihr ja. Mit Kommandant und allem drum und drei. Ja, da haben wir unseren Magier. Den Magier, denke ich mal, werden wir... Ist halt jetzt die Frage, wo stellen wir Magier hin? Jetzt vom Warpflammenwerfer von Co. will ich nicht angegriffen werden. Aber den Magier hier nach vorne. Wir haben Schockkavallerie mit ans Tor. Falls dann was sein sollte. Da kann man es auch so machen, wenn sie durchs Tor brechen, können wir natürlich die dann direkt in die Zange nehmen. Wir haben eine besondere Fähigkeit. Kanalisierungsturm. Okay, verbesserte Nachladerate, erhöhte Energiereserven. Müssen wir mal gucken. Es geht los. Und da seht ihr es nämlich, die verbesserten Türme, die sind schon nicht verkehrt. Ja? Und zum Glück haben wir den anderen Turm jetzt mit aktiviert. Ihr seht, was halt passiert. Das könnten wir eigentlich hier auch machen. Ne? Das war jetzt nicht so schlau. Müssen wir mal gucken. Ich meine, wenn wir schon die Reichweite haben mit den Türmen, sollten wir sie auch nutzen. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Also die bewegen sich mal gar nicht. Ja, okay, die Seuchenkatapulte, ne? Das ist halt ein heftiger Beschuss. Aber sollten wir dennoch gut hinkommen. Solange die Warpflammenwerfer dezimiert werden, habe ich damit gar kein Problem. Also es passt schon. Ja, und hier kommen sie natürlich jetzt gleich hoch. Versteckte Truppen. Ja, dachte ich mir doch. Da seid ihr ja, ne? Meine Schleuderer. Ja, wie ihr seht, der Fokus wird natürlich hier auf das große Tor geschickt. Wir könnten natürlich die Türme auch selbst steuern und können sagen, hör mal, greif mal hier die Rattenogan. Die sind gefährlicher. Ja, da kommen wir jetzt ja schon gar nicht mehr hin. Deswegen wird er hier dann, denke ich mal, je nachdem alleine schießen. Aber es passt. Das passt bisher. So, die Mönche kommen nach oben. Das ist soweit auch okay. Ja, genau. Baller ruhig mal da hinten noch ein bisschen drauf. Und dann kommen sie jetzt gleich auch an die Mauer ran. Ja, hier werden wir natürlich je nachdem halt... die Leitern stehen an den Mauern. Du schickst wirklich Gossenläufer die Mauern hoch. Ja, okay, dann mach das mal. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Ja, du wirst mal bitte eben kurz die Nachladerate verstärken. Und er schießt über die Mauern drüber. Okay, das ist interessant. So, was kommt hier hoch? Ah, das passt. Das sollten wir aushalten. Ich meine, Sturmratten mit Schwert und Schild, das ist für uns doch gar kein Problem. Aber da sind die Tore zerstört worden. Das ist genau das, was ich meine. Und das wird halt jetzt ein bisschen unangenehm. Denn die Rattenoger sind eine hohe Bedrohung für unsere Kavallerie. Aber ich denke, nichtsdestotrotz sollten wir es schaffen. Ja, das sieht doch hier schon mal soweit ganz gut aus. Dann schicken wir euch nämlich einfach mit ins Gefecht. Ist eine hohe Bedrohung, aber nichtsdestotrotz schaffen wir das. Aber soweit so gut. Das passt bisher. Nahkampfangriff erzeugt Angst. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Der Magier muss auf jeden Fall hoch auf die Zinnen, sonst haben wir gleich ein kleines Problemchen. Und vorne haben wir eigentlich gut gedefft, deswegen drehen wir die Truppen einfach mal um. Da kommt noch was hier, die Zinnen hoch. Da werden wir uns direkt drum kümmern. Wir werden euch runterschicken. Rüstungsdurchdringende Angriffe ist wichtig. Oh, da kommen halt doch ein paar mehr, ne? So wie es ausschaut. Aber der Elder, der macht das schon. Der feindliche Kommandant wurde verwundet. Ja. Das ist sehr gut. Komm, Attacke, Attacke auf die Seuchenmönche. So, und wir haben jetzt an für sich gar keine Probleme mehr, ne? Ihr seid ja fleißig am Schießen. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, ihr kommt mit runter. Ihr stellt euch bitte, wenn es geht, da irgendwie an die Mauer dran, damit wir den Turm noch aktiviert haben. Und dann können wir nämlich hier auch nochmal auf die Höllengrubenbrut drauf. Die ist natürlich anstrengend, aber wenn wir sie einmal haben, haben wir sie. Oh, unsere arme Ritter.
Aber die halten das schon aus. Na, wir haben ja ein bisschen Unterstützung von der Seegarde. Die Seegarde hier oben kommt wunderbar damit zurecht. Und selbstverständlich können wir auch unsere Einheiten noch heilen und ein bisschen buffen. Sehr gut. Also bisher ganz solide. Ja, hier sind sie schon am Wanken. Aber da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Die sind halt stark, ja. Aber der Sieg ist nah. Oh, die sind auf jeden Fall RIP. Ja, das war's. Haben wir geschafft. Die Höllengrubenbrut muss sterben. Die muss sterben. Auf jeden Fall. Auch wenn sie gerade durch unsere Einheiten rennt. Irgendwie müssen wir das halt hinkriegen. Ja, da haben wir dich. Und haben wir doch wunderbar verteidigt. Also ich meine, toi, toi, toi. Oder ein paar Skaven mitnehmen. Nice, oder? Gut. Ja, und die Türme ist halt, kann man sagen, was man möchte. Es, ne? Tut halt richtig weh. Deswegen ist so eine Belagerung natürlich auch schwer. Ja, es tut weh. Haben sie gut gemacht, die Truppen. Bin ich ganz stolz auf sie. Als Hochelf zu verteidigen, ist auch eigentlich im Großen und Ganzen gar kein Problem. Ne? Wir haben die Stärke, wir haben eine erhöhte Schussreichweite mit der Seegarde noch obendrein, eine super Nahkampfinfanterie als Defensive. Wir hatten jetzt die Löwen drin, die waren ganz okay. Die Schwertmeister wären jetzt natürlich noch besser gewesen. Aber durch die Unterstützung von Magier und Elder gar kein Problemchen. Ja, dass wir da jetzt die Kavallerie ein bisschen ins Messer eingelaufen lassen haben, ist halb so wild, aber sie haben natürlich ihren Zweck erfüllt. Und ich würde sagen, wir werden unsere Einheiten stärken. Denn er darf sich nochmal zurückziehen und dann in unserem Zug dürfen wir dann vielleicht angreifen. Müssen wir mal schauen. Ja, jetzt kommt natürlich hier unten erstmal die Skaven-Plage. Ja, die wird jetzt gleich erstmal hier auf ihre komischen kleinen Schiffchen gehen und dann geht's hoch Richtung Norden. Dann müssen wir gucken, ob sie an Vaul Amboss vorbeikommen. Oh, und schau mal einer an. Da kommt wirklich ein Skaven-Schiff bei uns runter in den Süden. Und jetzt macht es so viel Sinn und ich bin so glücklich, dass diese dicke Armee, die da unten in unserer Schildkröteninsel drin steht, ja, in unserer Hauptstadt, dass sie doch noch gebraucht wird, weil der Unterhalt so phänomenal hoch ist. Bin ich ja richtig stolz auf die Armee. Haben wir gut gemacht, das war alles verteidigen. Ja, ein paar Runden haben wir ja noch, dann haben wir es ja geschafft. So, was möchtest du denn jetzt noch machen? Du bist in Marschstellung und gehst wieder vor und willst das wahrscheinlich wieder belagern. Ne? Das kann natürlich sein. Hat die Einheiten zusammengefügt. So, der Streitwagen. Technologie erfolgreich, der Ritus läuft ab. Oh ja. Immerhin, Einfluss die Runde Baukosten für alle Gebäude öffentliche Ordnung. Bitte, bitte. Wir haben aktuell ja noch die Konföderationsstrafe. Deswegen kommt das uns ganz gelegen. Und wir fangen an mit Tyrion. Ja, obwohl, ich würde sagen, wir lassen die noch ein bisschen hier stehen, oder? Ich meine, hier müssen wir natürlich ein bisschen bauen. Das ist klar, das sieht soweit gut aus. Wegen der öffentlichen Ordnung, da habe ich natürlich ein bisschen Bammel. Aber es sieht gut aus. Wir lassen sie halt noch ein bisschen stehen. Wenn die Morassi jetzt natürlich um die Ecke kommt aus Quintex. Ah ne, da. Da ist er am Rekrutieren. Also die Provinz will ich auf jeden Fall gerne noch haben. Weil wir haben schon mit den Hochelfen Nagarond geholt. Das ist eh eine strategische Position von besonderer Bedeutung. Ich will mir auch von Morassi halt die uralte Stadt Quintex holen. Das werden wir noch hinkriegen. So, dann gehen wir einmal oben hin zu der Armee. Ich denke mal, hier werden wir gar kein Problem jetzt mehr haben mit den Skaven. Das müssen wir wiederum nicht kämpfen. Haben sogar noch einen Schatz mitgenommen. Deswegen, da hüpfen wir jetzt einfach mal drüber. Das haben wir nicht gesehen. Wir nehmen noch die Erfahrung mit. Und dann würde ich sagen, stellen wir dich hier oben rein als Unterstützung. Und